Willkommen Leute, wieder zu Assassin's Creed 3 und immer noch auf diesem Schiff. Aber nichtsdestotrotz wollen wir ja natürlich ein bisschen bleiben. Eilig haben wir es nicht, denn ich würde gern wissen, wie man hier die Glücksspiele hier spielt. Ja, es gibt anscheinend Minigames. Meinen die Leute, ja, scheinen eigentlich relativ gut drauf zu sein. Mal gucken, was der Herr so hat. Ein Spielspiel, genau. Man nimmt an, dass was Fanorona aus Madagaskar stammt. Was? An, dass Fanorona aus Madagaskar stammt. Ah, jetzt muss ich erstmal richtig lesen. Es wird auf dem Spielbrett mit 9 Reihen bis zu 5 Feldern mit sich überschlagenen Linien gespielt. Ihr Spieler setzt 22 weiße oder schwarze Steine auf dem Brett und versucht dann gegnerische Steine zu schlagen. Steine in langen Linien. Also Kameratyp ändern. Verlassen, abbrechen, auswählen. Naja, ich weiß jetzt nicht, wie das wird. Ich probiere es aber einfach mal. So, benutzen Sie einen Auswahlcursor, um Steine entlang der Linien. Okay, ich muss gegnerische schlagen. Gut. Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Versuch mal irgendwas. Achso, in einer Linie. Alles klar. Gut, 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 gut. Das ist bitter. Okay, ich wie gesagt, ich kenne mich dem Spiel nicht so ganz aus. Ist jetzt eigentlich schlau, das hier zu nutzen, vielleicht hierüber? Okay, bis keine weiteren Züge möglich sind. Linie. Okay, ich muss mit dem weitermachen. Jetzt überlege ich gerade. Ich setze einfach mal hier hin. Zack. Ja, war klar, nur einer. Jetzt ist er dran, scheinbar. Genau, nur ein. Kann hier rüber. Ja, das ist natürlich... Ja, man sieht, du beherrschst das Spiel. Ja, ist gut, Mensch. Verdammt. Alles klar. An sich ist es einfach, ich bin aber nur zu blöde. Moment. Okay, nee, ich will jetzt aber nicht aufhören. Ich bin jetzt so gegangen, ne? Da kann ich doch so gehen. Zack, zack. Da habt ihr mich. Ja, ehrlich? Ja, ich weiß, das ist jetzt eine blöde Zeit, aber so ein bisschen Minigame tut doch mal auch gut. Das schieben wir mal den damit hoch. Kann den einnehmen. Ach, ich Idee. Ja, ist gut. Ich bin so ein Trottel. Da kann ich noch. Oh, ich kann noch. Momentchen. Da kann ich nicht, da kann ich nicht. Ein bisschen doof. Verdammt! Ah, ist mir lattend. ach so, ich kann nur bei den Punkten. Dann bringt das was. Ja, ist ja gut, Mensch. Geh mal deinen Finger da weg. Gut. Es leuchtet so auf. Das heißt, könnt ihr hier runter. Und das war's. Okay. Gut. Momentchen. Ich kann noch den hier noch nehmen vielleicht. Und dann hier rüber könnte ich doch die zwei mitnehmen. Aber das war's eigentlich schon von meinem Zug. Gut, er hat mehr Steine als meine einer. So. Na, wird schon? Ach, kann ich nicht. Macht's keinen Sinn, oder was? Kannst du gerade anwählen? Ne, okay. Macht keinen Sinn, nehme ich den da. Nehme ich den einen oben. Habe ich Pech. Ah, ich kann noch. Gut. Dann gehe ich ja natürlich dann hier rüber. Ah ja, mach ruhig.
So, er hat noch 5 und ich habe 5, beziehungsweise 4. Oh, nee, jetzt habe ich 4. Aha. Gut. Nimm mal den. Das bringt mir das runter und das bringt mir... Ich könnte runter. Dann den nehmen. Alles klar. Das könnt ihr ruhig haben. Ach so. Ach, ich dachte, jetzt hätte ich... Okay, jetzt muss ich die Steine so verschieben. Zack. Ah, ich depp. Ach, gerade Linie hoch, ne? Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Ne, muss in einer Linie, oder? Ach, ich kapier's einfach nicht. Sieht aus, als hätte ich verloren. Also, so hätte man es besser sehen können. Ich depp. So, hier rüber. Und jetzt? Moment. Ich glaube, das war mein Fehler. Das war's. Spiel verloren. Ist ja nicht schlimm, man kann es ja mal probieren. Ah, gut. Aber ich werde jetzt keine anderen Glücksspiele probieren, oder? Ich meine, guck mal erstmal an, was das für ein Glücksspiel wäre. Ah, wäre sowas in der Art. Ja, ist aber okay. War ja lustig. Wir wollen aber jetzt eigentlich auf die Welt hinaus. Natürlich muss ich dann erstmal aufs Deck. Ah, schön. Schön, schön, schön. Captain. Mr. Kenway. Ich wollte mich bedanken, dass ich an Bord kommen durfte. Und für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die ich euch bereite. Unannehmlichkeiten wäre noch untertrieben. Verzeiht, ich kann nicht folgen. Mein Schiff wurde 2 Tage im Hafen festgehalten, um auf euch zu warten. Ich habe deshalb mehrere Aufträge verloren. Davon wusste ich nichts. Natürlich nicht. Ihr Adligen seid alle gleich. Dem ist anscheinend nicht gut zu sprechen. Ah, Leute. Das sieht doch geil aus. Oder? Schön am Deck. Ah, ist das herrlich. Das Laufen finde ich extrem geil. Und dann wird alles gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Das dachte ich auch. Und doch seid ihr hier. Ihr seid ein wahrer Spaß mit was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Oh. Das reicht. Alles klar, mein Freund. Na, komm her. Das war's? Okay, Moment. Zack, und jetzt? Jetzt mach ihn doch endlich mal fertig! Ich will mein Geld haben! Ja, ja, aber wie geht's weiter? Mach ich doch die ganze Zeit! Hä? Mach den Hampelmann fertig! Ach so, allgemein vielleicht gedrückt halten? Okay. Weiß ich doch nicht. Okay, jetzt aber reicht's mir! Bam! Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Bitte, Jungs, lass das sein. Wenn der Captain uns sieht... Zur Hölle mit dem Captain und zur Hölle mit dir, Mills. Auf wessen Seite ja, der Nächste will mit uns spielen, okay. Gut, jetzt weiß ich das mit dem Kontern. Okay, Moment.
los, bam. Bruder. Hände. Haha, das sah doch geil aus. Jetzt der letzte. Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Nee. Angst glaube ich nicht, dass du es hast, aber ich glaube einfach nur, du bist dämlich. Bam, bam! Mann, sah das stark aus. Gebt ihr auch? Oh, wie fies. Ja, mit Messer. Wie gefällt euch das? Ah, schön Buttermesser. Das Mama geklaut, oder? Gib doch mal her. Was hat das zu bedeuten? Captain. Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Diese Miete? Wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumfallen bezahle. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Was für eine coole Sau. Ah, ist der cool. Ihr seid mir egal, Mr. Kenway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich? Welche Überraschung. Da ich keinem von ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika lebend zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Exzellent. Guten Tag. Mit dem würde ich mich nicht anlegen wollen. Aber ich glaube, wir haben damit alles gesagt, dem guten Herrn. Der Captain wird uns jetzt erstmal in Ruhe lassen. Und da haben wir noch eine kleine Sprechblase. Erstmal da hoch. Ah, der Steuermann. Was gibt's so neue Steuermann? Hallo, Sir. Sieht es nach einer angenehmen Reise aus? Ist eine ruhige Jahreszeit. Stürme und raue See sind natürlich trotzdem denkbar. Aber keine Angst. Schlimmstenfalls wird es etwas unbequem. Ich sorge mich eher um Piraten und Freibeuter. Seid ihr ihnen schon mal begegnet? Ei, aber die Providence ist ein starkes Schiff und die Crew eingespielt. Das wird uns sicher schützen. Piraten! Ha, auf die will ich auch einen treffen. Ich glaube nicht, ob das so jetzt so gute Idee wäre. Ich glaube, wir gehen jetzt wieder unter Deck. Scheinbar. Also, was war das jetzt für ein Geräusch? Na, ist egal. Hä? Aber wirklich komischer Geräusch. Ist hier ein Wal draußen? Na, ist egal. So, erstmal interagieren. Komisches Artefakt. Atlantischer Ozean, Tag 28. Mr. Kenway. Captain.
Was immer die planen. Ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Okay, Freunde, anscheinend steht doch eine Meuterei bevor. Aber das werden wir natürlich in der nächsten Folge lösen. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es dann wieder heißt Assassin's Creed. Also Leute, bis dahin. Tschüss.